ist aber auch eine verschnittene Folge heute hier, Leute. Ja? Ja. Aber ich bin ja wieder da. Yeah. So, dann bräuchten wir ein bisschen Holz. Da kommen die Inver-Ingots. Ferrous habe ich ganz viel hier pulverisiert, aber der Pulverisierer hat es anscheinend noch nicht in seiner... der Ofen hat es noch nicht in seiner Pipe hier aufgenommen. Werden wir mal reinschauen. Okay. Ja, Ferrous kommt hier mal rein. Und dann können wir mal so zwei Stacks davon zurück auf die große Reise schicken. So, ihm sagen wir, er soll merken, wie man eine Hütte herstellt. Und er eine Workbench. So, dann brauchen wir noch Logistic Crafting Pipes. Ah, okay. Was brauche ich hier für Eisen? Genau, Eisen war das. Ne, meine Freundin rief gerade an und fragte, wie lange ihre Fische im Aquarium ohne die Pumpe überleben. Okay. Denn die Handwerker haben gerade einfach mal alles ausgestellt. Aber das hält ja etwas. Ja. Ich brauche natürlich nicht nur eine, ich brauche natürlich viel, viel mehr. Aber wir machen es erstmal... Da. Zack. So, Ausgang haben wir. Die beiden haben wir. Ach, verdammt. Ich denke. Come on, das hast du jetzt schon wieder gemacht. Wo sind denn jetzt die Dinger hin? Wo ist das Plastik hin? Ich habe doch gerade Plastik gemacht. Ja, irgendwie nicht, ne? Wir müssen natürlich erst Import sagen und dann können wir ihm noch sagen, ah, jetzt macht das alles auch gemacht. Okay. Aber viel intelligenter wäre, einem noch zu sagen, da kommt das Plastik raus. Endlich Plastik, super. Yeah. Bau nochmal einen mit der Hand, ganz kurz. Dann gehen wir meinen Lieblingsmod, mein Factory Reloaded. Ist dein Lieblingsmod? Tatsächlich ja. Warum? Damit kann man halt einfach unglaublich viel machen. Also farmmäßig, ich bin ja Farmfreund. Ich baue ja jede Farm, die es gibt. Okay. Ich baue auch schon seit 90.000 Jahren Monsterfallen. Warum auch immer. Wir brauchen einen Harvester und einen Planter. Das ist der Planter. Da brauchen wir Blumentöpfe. Da brauchen wir
Clay. Und ich glaube einfach, naja, Clay haben wir noch, sehr schön. Ich hatte schon befürchtet, dass Clay alles fürs Grouch ausgegeben hatten. Aber dem ist ja dann zum Glück nicht so. Für den Harvester nur Scheren zwei Stück. Eine Goldaxt. Das ist ganz schön ganz schön gefummelt, was ich hier gerade mache. So, haben wir auch. Cleanstone. Oh, da ist irgendwo was eingestürzt. Oder Moonstone gelandet. Ja, ja. Natürlich auf meinem Grundstück. Wo denn sonst? Ach komm her, wir machen die hier dran erstmal. Oh ne. Mit Pisten brauchen wir noch. Die Board. Basic Logistic Pipes. Wenn ich jetzt sage. Crafte mir eine. Dann kriege ich tatsächlich eine. Und die anderen sieben packt er hier rein. Da. Voll geil. Sagt er erstmal voll geil. Ja, wenn ich jetzt sage, crafte mir ein Woodgear. Missing 3 Sticks. Okay, da muss ich ihm wahrscheinlich noch sagen, wie man Sticks macht. Ja, der ist nicht so intelligent. Na doch, du musst halt nur... ja, aber das, also bis du da bist, wo du hin willst, es dauert ein bisschen. Ja. Ganz interessant, aber jetzt gerade egal. So, jetzt sollten wir alles haben, dass wir den Planter herstellen können und den Harvester herstellen können. Nein, was fehlt denn für den Harvester? Brauche ich noch eine Basic Logistic Pipe. Das hab ich. Ah, jetzt fehlt mir noch ein Redstone, ey. Come on. Nee, einer. Was ist hier drin? Stone hier. Erstmal raus und sagen, wie man Sticks macht. Und ihm sagen wir, glaube ich, mal, wie man Banks erstellt. Voll geil. Den Harvester, haben wir den Planter. Keine Ahnung, was ich hier baue. Das kann jetzt auch sein, dass ich hier vollkommen Quatsch baue. Ja, genau so sieht es auch aus. Du baust Quatsch? Ja. Ich brauche jetzt noch von den Leadstone Energy Dingern.
Da haben wir sie. Letzter und Engine Conduits. Wieso fehlen ihm zwei Oakwood Planks? Ich hab nur gerade gesagt, wie man Planks herstellen. Ach so. Packen wir die doch mal ins System. Mal sehen, was er jetzt sagt. Man kann ja nie genug davon haben. Machen wir jetzt einfach mal einen Stack von den Dingern. Achso, weil wir ihm gesagt haben, er soll eins drin lassen. Ja gut, okay, das macht natürlich Sinn. Request successful. Er craftet mir ein Stone Gear. Ist er nicht brav? Schon ganz ein Braven hast du dir da angezogen. Ganz ein Feiner, ganz ja. Ein Feiner. Und schmeißt es an mir vorbei. Natürlich auch geil. Was haben wir da drin? Genau, Planks. Dann weiß er jetzt auch, wie er Planks machen soll. Ja, ich muss importen, ich weiß. So, wo wir aber eigentlich drauf hinaus wollten, ist Fertilizer. Und das mache ich jetzt nochmal so ein Table, mache ich nochmal manuell, dann kümmere ich mich nachher darum, dass er uns auch ein Crafting Table bauen kann. So, der Planter steht. Da sollte ich jetzt theoretisch. Ach, uns fehlt noch ein Stone Gear. Okay. Ich mache das jetzt erstmal vorläufig, Freunde, macht euch keine Sorgen. Im nächsten Part geht's dann weiter. Aber da ich auch gleich los muss. Wo musst du denn hin? Zu meiner Mutter. Ah, den Rechner heile machen. Richtig. Die haben da sehr schwere Probleme, an denen ich arbeiten muss. Halt die Probleme, die Väter oder Mütter oder Omas oder Opas halt mit dem Rechner haben, ne? Das ist halt ganz normal, ne? Ja. So, hier sind die Bäume. Jetzt können wir hier den Harvester dran stellen. Falsch rum. Brauchen wir noch eine Basic Logistic Pipe oder zwei? Die bekommen auch direkt mal Strom. Wir den Redstone irgendwo anders hingeschmissen oder was? Gerade Red. Nein! Was hast du getan? Ah, ich hasse meine Pickaxe, Alter. Die. Du brauchst nur einmal draufdrücken und der zerstört alles, weißt du? Drecksau. Du hast quasi ein Tier. Da hab ich schon wieder vergessen. Redstone. Und wo ist mein Stone hier jetzt? Ach, die Kiste ist ja auch noch voll. Ach je. Die ist leer, nehmen wir die. Und testen wir jetzt mal aus, ob die denn auch vernünftig arbeitet da oben. Was soll denn vernünftig arbeiten? Der Harvester. Der soll ja die Bäume vernünftig abernten. Ach so. Das werden wir jetzt mal mit Bone Meal überprüfen. Ihr seht, das macht er wunderbar. Hier kommen dann die ganzen Klamotten rein. So, wir brauchen noch drei Tails. Ach komm her, das sind so
günstig eigentlich. Wir können. Ihr pflanzt hier alles ab, tut's hier in die Kiste rein. Und dann können wir der Kiste dann eigentlich. Das können wir eigentlich auch jetzt schon machen. Legen wir das Kabel am besten nicht hierher. Dann brauchen wir noch welche von diesen Item Ducts. Bisschen doof, dass der die Sachen hier so wegschmeißt manchmal. Und jetzt holen wir uns nochmal so einen tollen Servo hier und sagen dem Servo, dass er aus der Kiste die... na komm hier, Servo da. Na, na. Komm da drauf. Und du hast jetzt die Whitelist, Eichen auszupumpen. So, und er soll uns so ein Ding machen. Dann brauchen wir noch auch eine, die eine Kiste und ein Crafting Table macht. Kann er hier etwa nur von unten Items annehmen? Kiste und ein Crafting Table. Ah, ich habe den Fehler gefunden. Natürlich muss man auch das Redstone-Signal ausschalten hier. Ja, muss man. Und jetzt haut er auch die Saplings raus. Sonst nützt nämlich der Servo nix. Genau. Und jetzt geht's hier auch rein. Wie viel brauche ich noch? Da der Server ja die ganze Zeit an ist, werden wir hier ja jetzt lustig dann die ganze Zeit mit Bäumen versorgt, sobald sie gewachsen sind. Da bin ich auch. Das ist echt schon gut, so eine Baumfarm. Ist jetzt so klein, so 3x3. Aber mein Gott, was will man erstmal mehr, ne? Ach, Multiblock 3x3 oder was? Nee. 3x3x1. So. Hier kriegen wir Holz. Das Holz können wir dann klein machen. Und mit unserem Builder's Rent, darauf will ich ja hinaus, runtergehen, den Keller weiter ausbauen. Das war eigentlich der einzige Grund, tatsächlich, warum ich eine Baumfarm haben wollte, damit wir hier unten. Oh, das soll natürlich hier nicht passieren. Damit wir hier unten vernünftig unseren Keller ausbauen können. Ja, so meine letzten Worte noch. Alter, nein, die connecten ja, das ist doch scheiße. Meine letzten Worte noch. Nein, die connecten, scheiße. Achso, das war okay. Ich habe ja noch Pipe Plugs, ist ja kein Problem. Alter. Damit kann man nämlich plöpp einfach so zumachen. Nicht nach oben connecten quasi. So, also wir können jetzt herstellen automatisch Stone Gear, Wood Planks, Fertilizer, Crafting Table, Chest Sticks, Wood Gear, Piston, Logistic Crafting Table und Basic Logistic Pipes. Voll geil. Also wir können die ganze Wand hier voll klatschen mit Crafting Rezepten. Sehr geil. Dann brauchen wir nur hier oben an den Rüssel grabbeln und können dann hier umschalten auf Crafting-Rezepte und dann zeigt er uns alles das an, was er craften kann. Wenn das ein braver Junge ist, ne? Wenn das ein braver Junge ist und der Permentler requested Fertilizer, dann wird er gecraftet und ihm zugeführt. Ansonsten kriegt er einen Arsch voll.
gucken uns jetzt nochmal einmal die Query an. Boah, wie viel Appetite er hier anschleppt, ey. Boah. Dazu springen wir erstmal in den Nether und dann zum Pilzbiom. Die macht schon ganze Arbeit hier. Ja. So, haben wir richtig fett was in dieser Folge geschafft. Auch wenn ich mich jetzt schon freue, das Ganze dann auch zusammenzuschneiden. Nicht. Wegen deinen ganzen... Ja, ja. Ja, gut, okay, das kann ich nachvollziehen. Hier machen wir mal zu. Obwohl das gar nicht so schlecht ist, wenn wir hier, da und da zu machen. Dann haben wir hier eine Wasserquelle quasi. Erstmal abchecken, ob das auch eine ist. Kann man die irgendwie leer machen? Ja. Lol. Lol. Sag da. Mir läuft gerade so Latino-Musik, ey. Das geht gar nicht. Bei mir so eher düstere, gruselige. Okay. Ja, nee, das läuft, aber das ist gut. Wenn wir hier eine Wasserquelle hinsetzen, dann nimmt er die quasi mit und wenn er dann auf Lava stößt, dann haben wir nicht so das Problem. So, Bäume, dann wächst mal. Ja. Query, dann schaff mal. Ich komme heute Abend wieder und wir ist nicht alles fertig. Genau. Ja, ich beende dann hier auch meine Folge. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und auch an Toffers Leute. Ja. Vielen Dank. Also, Guck bei Gojan auf dem Kanal, ist unten in der Videobeschreibung. Ja, und der Toffer auch unten, unten, immer unten aufklappen, da stehen alle anderen auch drin und so. Ne? Und dann Onkel Toffer mal vorbeigucken. Ja, genau. Der macht auch Scribble Games und so, ne? Ja, alles mache ich. Tschüss.